Hallo Leute, am 19. Januar wird die dritte Asta-Filmnacht stattfinden. Im Abaton um 20 Uhr wird es losgehen und ihr könnt euch den Film Shining anschauen. Das ist ein Horrorfilm vom Regisseur Stanley Kubrick nach dem gleichnamigen Roman Stephen Kings. Es geht aber nur im Vordergrund um einen Horrorfilm. Vielmehr soll ein Familiendrama gezeigt werden mit Gewalt, Tod und dem Zweifel an der Zivilisation, was man im Endeffekt daraus schließen kann. Eröffnet wird der Abend von Timo Hempel und Jörg Plewa, die jetzt auch hier bei mir sitzen. Guten Tag. Hallo. Timo Hempel, du bist der Asta-Kulturreferent. Kannst du uns bitte ein paar Tätigkeiten und Pflichten an der Uni sagen? Die ich jetzt als Referent habe? Genau. Ja, also ich bin im April letzten Jahres Referent geworden und wir haben uns dann überlegt, was hat es an kulturellen Veranstaltungen noch nicht so oft an der Uni gegeben. Und wir sind dann zu dem Schluss gekommen, dass Filmkunst mehr an den Campus gebracht werden sollte und veranstalten deshalb seit Oktober dann monatlich diese Filmnächte. Hatten jetzt im Oktober eine Filmnacht mit Frank Göhre, einem renommierten Drehbuchautor. Dann im November eine Rocker-Veranstaltung mit zwei Filmen von dem Regisseur Klaus Lemke und jetzt eben mit Jörg Plewa die Filmnacht mit Shining von Stanley Kubrick. Schön. Jörg Plewa, Sie sind Schauspieler, Theaterregisseur und Synchronsprecher. Wie hat die Uni Sie hierhin gelockt? Durch Über was für eine Summe sprechen wir? Ja, deshalb bin ich jetzt hier. Was kann man da noch drauf sagen? Was mich hierher Ist es für Sie wichtig, sich an der Uni ein wenig zu engagieren? Ja, natürlich, ist klar. Obwohl ich jetzt also sehr viel älter bin als alle Studenten hier zusammen. Aber da mein Sohn ja auch Student ist, also naja, es ist gut. Es geht eigentlich auch über meinen Sohn. Die beiden kennen sich, Timo und Anton Plewa. Und deshalb bin ich hier. Und ich bin es eigentlich gewohnt, ein bisschen Interviews zu geben, wo auch immer ich dann bin, um über mein Leben zu reden oder so. Hier in diesem Fall über die Synchronisation für Shining, so wie ich das verstanden habe. Kann auch anders sein, aber. Und ja, und warum soll ich nicht darüber reden, wenn es interessiert? Genau, das ist richtig. Wie du schon gerade gesagt hast, ihr hattet mehrere Filmnächte, mehrere Projekte. Was genau wollt ihr damit erreichen an der Uni? Naja, wir möchten, dass die Studierenden erstmal abseits vom Prüfungsstress vernünftige Veranstaltungen vorfinden, die sie besuchen, für wenig Geld sich das leisten können. Wir möchten anspruchsvolle Filme zeigen jenseits des Mainstreams. Also Shining ist natürlich relativ bekannt, aber er ist anspruchsvoll. Er ist ein Film, der jetzt nicht jede Woche im Cinemax läuft. Also wir möchten eben an die Studierenden ran und sagen, Filmkunst ist mehr als kein Ohrhasen oder zwei Ohrküken. Und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg und das Feedback ist bis jetzt positiv und ich bin ganz stolz, dass die Filmabende bis jetzt so gut angenommen werden. Ja, ich finde das doch klasse, dass ihr Jörg Plewa engagiert habt. Wir freuen uns auch. Ja, Sie haben ja Jack Nicholson alias Jack Torrance synchronisiert. Ja. Können Sie uns ein bisschen über die Synchronisationsarbeit erzählen? Wie geht das vor sich? Wie oft muss man sich eine Szene anschauen, bevor man die emotionale Beziehung dazu aufgebaut hat? Ja, also die erste Synchronisation, die ich gemacht habe, war auch von Stanley Kubrick, Clockwork Orange. Und da wurde ich eigentlich erstmal konfrontiert mit Synchronisation. Und das fand alles in Berlin statt. Alle Synchronisationen fanden in Berlin statt. Und ja, ich finde, es fiel mir sehr schwer. Ja, tatsächlich. Es ist wirklich eine harte Arbeit, erstmal ständig im Dunkeln zu stehen. Und dann, also ich bin da auch ein ganz spezieller Fall, was Synchron betrifft. Wie, warum genau speziell? Ich hasse es, wenn man mir sagt, wie schnell ich reden soll. Und das ist bei Synchron ja der Fall. Ich muss ja praktisch so schnell reden wie mein Schauspieler, der da auf der Leinwand ist. Und das fällt mir besonders schwer und deshalb bin ich eigentlich auch kein Synchronsprecher. Ich habe diese drei Stanley Kubrick-Synchronisationen gemacht, habe danach noch zwei oder drei gemacht und dann habe ich es aufgegeben.
gibt auch ein paar kritische Sachen dazu zu sagen zum Synchron. Her damit. Ehrlich? Soll ich sagen? Ja, warum nicht? Das ist interessant. Also mir fiel auf, dass das gar nicht so einfach ist mit dem Synchron für die deutschen Schauspieler. Denn also ich als Schauspieler, der viel am Theater arbeitet, ist ja die Hälfte, würde ich mal sagen, mindestens 50% meine Stimme. Ja. Und da kommen dann amerikanische Weltstars, die sprechen eigentlich besser Deutsch als alle anderen Deutschen, weil das sind ja alles ausgebildete Kräfte, die da synchronisieren. Und dadurch nehmen wir eigentlich auch so ein bisschen den deutschen Schauspieler zurück sozusagen, nicht? Außerdem, wenn so ein, alles was von Hollywood kommt, ist ja Gesicht. Das stimmt, ja. Ja, das ist traurig, finde ich. Und die deutsche Stimme dazu. Und das Gesicht, das bekommt, was weiß ich, 10 Millionen, 20 Millionen, 30 Millionen, ja. Und der deutsche Sprecher sozusagen, der geht mit 2000 Euro nach Hause. Das ist einfach kein Verhältnis. Das habe ich sehr früh erkannt. Vielleicht durch das Geld. Ich weiß es nicht ganz genau. Die Erkenntnis kommt mit dem Geld. Genau. Und habe gesagt, das lehne ich ab. Aber dennoch haben Sie ja 3 Filme synchronisiert, weil Kubrick ja so begeistert von Ihnen war. Ja, das war aber auch so, dass ich vorher, bevor die erste Synchronisation stattfand, habe ich mit dem Wolfgang Staudte, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, ein großartiger Regisseur, und der wurde angesprochen von Kubrick, er soll doch diese Synchronisation machen. Das war auch nicht bei ihm üblich. Der sagte, was soll ich damit Synchronisation machen? Ja, bitte, bitte, bitte und so. Und dann hat er sich entschlossen. Und dadurch kam ich eigentlich auch zu dem Synchron. Und dann haben wir das halt versucht, aber eher so als Experiment. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Wir haben sehr viel mehr Zeit gehabt als eine normale Synchronisation. Das ist ein Tempo, was die da vorlegen in der Dunkelkammer. Also nach 8 Stunden bin ich total fertig gewesen. Ja. Naja, so. Aber Sie haben es geschafft. Also das haben wir zumindest geschafft, ja. Das ist schön. Hab ich immer gehört, das ist sehr gut oder so. Ja. Naja, das freut einen dann natürlich auch. Ja, natürlich. Sie sind sehr wandlungsfähig, Sie haben viel gemacht. Wann können wir denn mit einem eigenen Buch von Ihnen rechnen, mit Skandalen, Zugeständnissen? Bestimmt nicht in meinem Leben. Das wollte ich hören. Nein. Weil momentan geht ja der Trend, dass jeder ein Buch schreibt. Ja, das ist doch. Was sagen Sie dazu? Peinlich. Peinlich, ja. Ich meine, es wird ja auch nicht das Buch geschrieben von demjenigen, sondern es sind ja Ghostwriter. Und nee, also ich finde das albern.